Hallo liebe Game Family Leser und willkommen in einem riesigen Baukasten für kreative Spielende. So kann man Project Spark wahrscheinlich am besten beschreiben, denn dieses Spiel lässt uns unsere eigenen Spielwelten bauen und gestalten. Und zwar mit unseren eigenen Figuren, mit unseren eigenen Gegnern und auch in einer Spielart, wie wir wollen. Entweder aus der Ich-Perspektive oder isometrisch oder von der Seite. Vielleicht mit weihnachtlichem Setting oder lieber in Form eines simplen Knobelspiels. Als 2D-Jump'n'Run mit skurrilem Look. Als episches Abenteuer auf Inseln. Oder sogar in der Optik von Spielen, die wir irgendwoher kennen. Aber fangen wir doch mal Schritt für Schritt an. Im Hauptmenü von Project Spark haben wir die Möglichkeit, Spiele zu entwickeln. Das heißt, wir fangen in einer völlig leeren Welt an, unsere eigene Welt zu bauen. Es gibt in dem Spiel ein Tutorial, das uns erklärt, wie das funktioniert. Wähle einen Charakter aus, der dein Held sein soll. Als allererstes wählen wir eine Figur für unser Spiel. Drücke LT, um die Requisite am Boden anzudocken. Drücke RT, um die Requisite in deiner Welt zu platzieren. Wir können die Größe und das Aussehen der Figur ändern, wie wir möchten. Auch zu einem späteren Zeitpunkt geht das noch, denn auch fertige Spiele können jederzeit bearbeitet werden. Neige den linken Stick in Richtung des Steuerungsordners und drücke A, um ihn auszuwählen. Jetzt müssen wir der Figur sagen, wie sie reagieren soll, wenn wir einen bestimmten Knopf drücken. Die Figur soll sich bewegen, wenn wir den Stick bewegen, und sie soll springen, wenn wir auf den A-Knopf drücken. Das hat schon gut funktioniert, aber Sie sehen, noch ist die Kamera fixiert. Auch die müssen wir so anstellen, dass sie unserem Charakter folgt. Und dann gibt es da noch ein paar mehr Dinge, denn wenn ein Gegner auftritt, muss sich unsere Figur ja wehren können. Und der Gegner, der braucht natürlich auch eine Intelligenz. Da gibt es dann Vorlagen, dass wir sagen können, der und der Gegner reagiert auf uns so und so. Wer will, kann das allerdings auch selber gestalten, für jeden Gegner einzeln. Das sieht dann nach ein paar Minuten so aus. Ein Gegner greift uns an. Und wir schlagen zurück. Ganz einfache Sache. Aber natürlich ist die Welt noch viel zu leer und jetzt wollen wir sie füllen. Dafür bietet das Spiel verschiedene Tools, um die Landschaft zu verändern. Wir können Grund und Boden ändern, wir können Berge hochziehen, Flüsse und Täler gestalten, was wir wollen. Hier sind wir jetzt schon ein, zwei Stunden weiter und wie Sie sehen, habe ich mich ein bisschen ausgetobt. Physikalische Gesetze gibt es hier nicht unbedingt, also fliegen halt ein paar Plattformen einfach mal in der Luft. Aber sei es drum. Wie Sie sehen, habe ich schon einen kleinen See geschaffen und auch schon ein bisschen Landschaft gemacht. Und jetzt baue ich einen Turm in die Mitte von diesem See. Der kann so hoch und so groß sein, wie ich es will. Welchen Sinn er hat, das, darüber kann man streiten. Erstmal wird einfach nur gebaut. Denn das ist natürlich bei Project Spark auch ganz wichtig, dass ich einfach nur ein bisschen probiere, was kann ich eigentlich machen und was geht. Dadurch hat das Spiel natürlich auch eine hohe Spielzeit, denn wir können uns ewig lang damit beschäftigen, eine eigene Welt zu bauen. Jetzt soll aus dem weißen Untergrund ein bisschen Wiese werden. Auch hier gibt es von dem Spiel verschiedene Tools, damit das relativ schnell geht und wir auf großer Fläche arbeiten können. Und nach wenigen Sekunden ist alles schön grün. Hier kommt jetzt auch nochmal ein bisschen Wasser rein. Und schon haben wir einen ganz netten Teich. Mit unserer Spielfigur können wir diese Spielumgebung nun sofort testen. Wir können also in dem, was wir geschaffen haben, auch umherwandeln, uns alles anschauen und es ausprobieren. Hat irgendwas nicht geklappt, können wir es jederzeit auch wieder rückgängig machen.
Nun wollen wir die Welt noch ein bisschen verschönern. Ein paar Bäume, ein paar Steine. All diese Dinge sind bei Project Spark im Grundpaket schon drin. Weitere Inhalte gibt es dann kostenpflichtig über den Online-Store. Zum Beispiel neue Gegner, neue Gebäude oder neue Landschaftsoberflächen. Jetzt baue ich einen kleinen Wald. Mit einer Hütte und sogar einer Grillstelle. Gehen wir doch mal rein. Da hinten sehen Sie schon flackern und lodern. Aber irgendwas fehlt. Irgendwie komme ich mir nicht so richtig mittendrin vor. Also ändere ich einfach die Kamera meiner Figur in Ego-Perspektive. Und jetzt sehe ich die Spielwelt aus der Sicht meiner Figur. Schon besser. Fast so, als wäre ich mittendrin in meinem eigenen kleinen Wald. Alles, was wir geschaffen haben, können wir online teilen. Genauso können wir auch die Level spielen, die andere gebaut haben. Und da gibt es zum Teil richtig tolle Kreationen und es kommen fast täglich neue dazu. Hier zum Beispiel hat jemand einfach den Vorgarten und das Haus der Simpsons nachgebaut. In diesem Spiel müssen wir Holzpflöcke sammeln, um ein Boot zu bauen. Das Wasser in dem Level steigt kontinuierlich und wir müssen genug Holz sammeln, bis es ganz oben ist. Und hier hat jemand ein Abenteuerspiel mit minimalistischer Grafik entwickelt. Warum auch nicht? Die Möglichkeiten sind bei Project Spark nahezu unendlich. Und wie schon erwähnt, man kann Erweiterungen dazu kaufen. Hier zum Beispiel können wir in einem Testlevel die Erweiterung Zombies ausprobieren. Wer die kauft, kann spannende Horrorspiele entwickeln. Das haben andere Spieler übrigens auch schon gemacht und ihre Schöpfungen online geteilt. Da laufen dann diese Zombies um die Ecke herum. Ganz schön unheimlich. Aber bevor Eltern jetzt ein bisschen Bedenken haben, es gibt bei Project Spark einen moderierten Bereich. Das heißt, da werden die Spielekreationen von anderen Spielern überwacht und freigegeben, je nach Altersgruppe. Dadurch können sie ihren Nachwuchs von Spielen schützen, in denen etwas fragwürdige Inhalte von den Spielern eingebaut wurden. Kurz gesagt, Project Spark ist ein riesiger Baukasten für alle, die gerne mal ein eigenes Spiel basteln möchten. Es braucht allerdings natürlich viel Zeit, denn es ist ein sehr komplexes Spiel. Man kann aber dementsprechend auch viel mitmachen. Ein Spiel, das über Stunden unterhalten kann, wenn man denn gewillt ist, sich auf das Spiel auch einzulassen. Wer das tut, der hat hier viel Spaß und dem wird auch so schnell bestimmt nicht langweilig. Ein außergewöhnliches Spiel für die Xbox One und den PC, das wir allen empfehlen können, die gerne ein bisschen basteln möchten. Für Kinder ist es ein tolles Spiel, denn sie können hier Abenteuer mit Kreativität verbinden. Also große Empfehlung für Project Spark.